Aber es dauert ungefähr noch 5 Jahre. Sehr wahrscheinlich, genau.
Ja. Wir gehen jetzt durch. Und dann stoppen wir unten die Zeit, wie lange die länger braucht. Also sounds dann, like a plan. Bitte? Sounds like a plan. Ja, ne? Dass ich dann auch nicht alle 2 Sekunden stehen bleiben. Du musst ja nicht runterrennen. Ja, aber entschuldige. Zwischenzeitig habe ich das nicht. So. Du brauchst ja nicht runterrennen. Ich gucke ja auch rechts und links. Wir warten einfach mal. Gucken mal. Außerdem können wir nur so das sehen, wie die Schweizer Zeitangaben sind. Da hast du nicht unwahr. Denn ich habe schon das Gefühl, dass die ein bisschen arg sind. Also musst du schon arg dich beeilen. Mit dem Fahrrad möchte ich ja nicht runterfahren. Ich auch nicht. Also ich finde das beeindruckend, wie die mit den Rädern, ehrlich gesagt, diese Strecken, als wir, glaube ich, nach dem Findel waren, sind wir auch mit dem Fahrrad daher gefahren. Hallo? Waren wahrscheinlich Mountainbikes. Ja, klar, aber trotzdem. Mit dem Split und alles. Natürlich. Und auf dem anderen Weg, die Leute, die mit den dick bereiften Rollern runterfuhren, das Tempo, das war auch beeindruckend. Ja. Aber da waren die Wege etwas da. Naja, die Wege sind dann asphaltiert. Aber trotzdem, wenn ihr das nicht gewohnt ist mit den Dingern, meine, vorne wegfuhren die angstlosen Kinder. Schneekoppe. Fritzi? War es nicht nach der Fahne zu urteilen, Amerikaner? Dann freut mich mit Fritzi. Ja. Wer weiß, ob die alle zusammengehören. Aber denk dran, die Kellnerin kommt aus Lissabon, wohnt hier seit 10 Jahren und hört sich auch an wie eine Einheimische. Ja, nicht für uns Einheimische direkt. Sagen wir mal so, ich kenne eine Schauspielerin aus zwei Ami-Serien, die hat einen schottischen Elternteil, der andere hat Vorfahren von den Philippinen. Ja. Sie selbst ist gilt irgendwo in Kanada als Einheimische. Ja, klar. Ist auch nicht einfach, würde ich mal
annehmen. Nö. Anzunehmen. Ja, 50 Minuten bis zur Kirche, Stunde bis zum Bahnhof oder auch Stunde 20. Aber ehrlich gesagt, von der Kirche bis zum Bahnhof läufst du, aber wenn ich hier so schnell runterläufst, dann gebe ich keine 10 Minuten. Oder ist damit eingebaut, dass da 1000 Touristen im Weg stehen? Dass du keine Chance hast, schneller zu gehen. Von der Kirche bis zum Bahnhof, da sind 10 Minuten in Ordnung. Ja, aber dein Verhältnis hier zu den 50 Minuten hier runter, finde ich das lang. Wenn er das so ist, das ist natürlich nicht unrecht. Also die Relation finde ich seltsam. Dann finde ich da 10 Minuten sehr lang. Great to see you. Das nicht sehen würden, was das Schönes am Wegesrand ist.